Ich glaube, wir können starten. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den Inspiration Chats von der SwissSkills. Ich bin Sarah, ich arbeite bei Tele Zürich in der News-Redaktion und darf heute Jasmin Wüttrich, sie ist Floristin, über ihren Berufsalltag ausfragen. Hallo Jasmin, schön, bist du dabei. Ja, danke vielmals. Bevor wir anfangen, wir haben einen Live-Chat. Dort könnt ihr laufend eure Fragen an Jasmin in Bezug auf ihren Beruf stellen und wir oder respektive sie versuchen, die laufend so gut wie möglich zu beantworten. Jasmin, zuerst mal schnell zu dir. U-Boot oder Raumschiff? Jetzt haben die nicht ganz verstanden, Entschuldigung. U-Boot oder Raumschiff? U-Boot. Kino oder Theater? Kino. Teppich oder Laminat? Laminat. Gut, merci. Zum Wesentlichen, du bist Floristin. Erzähl mal, wie bist du, hast du schon immer Floristin werden wollen? Nein, eigentlich nicht. Für mich war es einfach immer klar, dass ich nicht am Computer arbeiten will und dass ich einen kreativen, handwerklichen Beruf will. Und dann bin ich verschiedene beschnuppern. Und Floristin war dann so der, wo mir am meisten gefallen hat oder ja, wo ich mega gerne gemacht habe. Und dann habe ich das angefangen und bin so weit hineingekommen. Wie bist du auf Floristin gekommen? Wir haben in der Schule verschiedene Berufswahlen angeschaut und über Internetplattformen. Ja, habe ich da mich rausgesucht, verschiedene Fragebögen ausgefüllt und dann hat das so ein bisschen auf das eingedeutet und dann habe ich gedacht, ja, kannst du es einfach mal anschauen, verpassen kannst du ja eh nicht. Ja. Du bist dann einfach in den nächsten Blumenladen reingelaufen und hast gefragt, ob du mal schnuppern darfst oder hast du eine Telefonliste abtelefoniert? Nein, ich bin wirklich persönlich gefragt. Dort, wo ich wohne, hat es auch einen Blumenladen und dann sind wir dort. Ja, habe ich dort eigentlich eine Schnupperstelle bekommen und den Rest, wo ich bin schnuppern, habe ich wirklich über telefoniert. Eins nach dem anderen. Ja. Und die Lehre ist es zum Glück viel. Sorry, erzähl nochmal. Es hat zum Glück viele offene Schnupperstellen. Also, ich kann wirklich fast überall schnuppern. Und Lehrstellen auch? Ja, Lehrstellen hat auch recht viel. Nicht ganz so viel wie der ganz früher. Aber gleich noch schön. Genau. Hast du nicht so Mühe gehabt, eine Lehrstelle zu finden in dem Fall? Nein, das ist recht gut gegangen. Also eben, wenn man Interesse zeigt und wenn man es gerne macht, dann wird das nicht so ein grosses Problem sein, um etwas zu finden. Wichtig ist einfach, dass man es gerne macht und dass man sich dafür einsetzt. In was muss man gut sein als Floristin? Also was brauchst du für Skills, Stärchen? Man muss sicher gerne mit den Händen arbeiten, kreativ sein, Natur gerne haben. Ja, es gibt grobe Arbeiten, feine Arbeiten, man wird dreckig, es ist auch mal ein bisschen kalt. Oder ja, man muss halt ziemlich flexibel sein, belastbar, gerade auch mit dem Kundenkontakt und den Aufträgen, die man macht, dass man gleich überall kann mitheben und alles bewältigen. Wieso flexibel? Hast du flexible Arbeitszeiten oder wieso? Nein, selbst nicht. Selbst sind eigentlich Ladenöffnungszeiten, wo man auch arbeitet, aber flexibel mehr in dem, dass wenn man an einer Aufgabe dran ist, zum Beispiel einen Strauß bindet oder so und ein Kunde kommt rein oder das Telefon läutet, musst du das halt wieder abnehmen oder dann kommt etwas dazwischen, eine Bestellung oder irgendetwas anderes, was Priorität hat und du musst so schnell können umschalten. Wie sieht so eine typische Bestellung oder Projekt oder etwas aus? Es gibt natürlich ganz viele verschiedene. Was so ein bisschen am meisten ist, sind jetzt, sage ich mal, die Strüsse, die wir parat machen für eine Kundenbestellung. Wenn jemand einen Strauß gerne möchte bestellen, einen speziellen Wunsch hat oder auch zum Ausliefern, dass wir das alles parat machen und ausführen. Und wie sehen deine Hände aus? Bist du verstochen oder arbeite ich mit Händen? Ja, schon ziemlich. Also, vom Anschneiden und so hat man dann ein bisschen Schnitt wie ein Daumen, aber ist alles eh noch harmlos. Also das ist natürlich viel schlimmer. Ist eine lange Nägel ein Thema?
im Moment sind ja so die, sage jetzt mal, Frauen in diesem Beruf, oder? Ja, es geht sicher. Also, es gibt sicher Leute, die das haben, für mich persönlich, weil es nicht so gut ist. Einfach weil ich so schon nicht so gerne lange Nägel habe. Aber ja, geht auf jeden Fall. Da ist sicher kein Problem. Ui, was muss man gut sein in der Schule? Was für Fächer sind so das, was man können? Ja, von der Schule selber, die man bis jetzt hatte, gibt es vielleicht nicht so viel, was übertragen wird. Was mehr ist, ist Allgemeinbildung. Dort hast du auch Deutsch, Rechtschreibung und so Sachen. Und das sind wirklich alles neue Fächer wie Botanik, Pflanzenkund, Farbenlehre, Gestalten. Ja, also ist wirklich total anders, andere Bereiche, wie du vorher gehabt hast. Was musst du denn lernen? Musst du so wie, wie die Blumen quasi auswendig können? Oder musst du wie lernen, welche Düfte es gut zusammenpassen? Wie steckst du einen Strauß? Oder wie kann man sich den Unterricht so ein bisschen vorstellen? Es gibt einen theoretischen Teil, eben den normalen Schulunterricht. Dort hast du die ganze Theorie, wie ein Strauß aufbauen ist, oder ein Gesteck, ein Kranz, oder ja, alles in Art. Und dann hast du dort wie ja, auch Theorie dazu, eben gerade mit den Pflanzen nehmen, kommst du eine Liste über und dann von dieser aktuellen Liste musst du auch die latinischen Namen auswendig können, mit dem deutschen Namen dazu. Ja, wo du nachher eigentlich aber auch im Alltag immer anwendest. Also da ist ganz, ganz ein kleines Problem, da kommt schnell rein, auch wenn es am Anfang noch viel klingt. Also learning by doing vor allem. Ja, genau. Was machst du am liebsten? In deinem Beruf? Das ist jetzt noch schwierig zu sagen. Ich habe mega gerne so die feinen, kleinen Sachen, so Haarkränzchen oder Putzsprüsse. Und aber so im Gegensatz habe ich auch mega gerne Torfloristik, Torbinderei, ein bisschen grosse Sachen und natürlich Sprüsse. Du hast vorhin Brutkränzchen angesprochen. Habt ihr viele Hochzeiten? Und müsst ihr dann erst so wie das ganze Gesteck für alles machen, inklusive Haar von Brut, oder? Ja, wir haben recht viel. Ja, meistens ist jetzt gerade, weil halt nicht so große Feste dürfen sein für den Zeitraum, haben wir einfach mehr einzelne Putzsträuße oder Trauzeugensträuße gehabt, anstecken, mehr in die Richtung. Und sonst, wenn es dann wirklich größere Feste gibt, hast du auch viele Dekorationen und das Restaurant, das du dekorieren. Was war so deine grösste Herausforderung bis jetzt? Im Berufsalltag oder auf Weihnachten? Ja, ja, ja. ja, ich denke, manchmal ist so auf jede Situation wieder eingestellt sein oder das Flexible, dass du dich noch die Ruhe und die Nerven behaltest und den Überblick nicht verlierst, was praktisch ist, weil jeder Tag ist so total anders. Und vielleicht kommt wieder irgendetwas, egal wie gut du es machst, wieder etwas total anderes, das dich wieder herausfordert. Aber dann macht es auch wieder spannend. Ich gehe schnell durch den Chat, wir haben schon recht viele Fragen. Welche ist deine Lieblingsblume oder welche Blume hast du am liebsten? Meine Lieblingsblume sind untypische Blumen wie Fritillaria. Das gibt es in ganz vielen verschiedenen Ausführungen. Das ist so ein, zum einen ein Schachbrettblümchen, ganz fein, oder auch eher so ein bisschen morbide, die Farbe habe ich ganz gern. Oder Schneeglöckchen, da fällt mir auch sehr gut. Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die man in deinem Beruf braucht? Offenheit, Freundlichkeit, gerade im Kundenkontakt. Ja, ich habe so ein bisschen handwerklich geschickt, dass du gerne engagierst, gerne auch lang schaffst oder auch körperlich stehst den ganzen Tag. Aber da gewöhnst du dich so schnell dran. Da fällt dir eigentlich gerne nicht mehr auf und dann kannst du fast nicht mehr lange ruhig packen. Wie sind denn die Arbeitszeiten? Hast du viele Wochenendeinsätze? Oder
Ja, ich denke, da ist je nach Betrieb ist auch unterschiedlich. Bei uns ist es so, wir arbeiten von morgen um 8 bis um 12 Uhr und nach um 13:30 wieder bis um 6:30 Uhr. Und am Samstag arbeiten wir eigentlich immer. Und wir sind jetzt dort bis um 5 Uhr offen. Und dann hast du einmal einen flexiblen Mittag, wo du einmal ein bisschen abwechselst, weil du den ganzen Tag offen hast. Auch. Gibt es Saisons, wo ihr mehr zu tun habt und dann wiederum, wo ihr komplette Flaute habt, oder ist es eigentlich stagniert? Ja, komplette Flaute würde ich jetzt nicht sagen. Es gibt sicher Zeiten, wo du weniger zu tun hast. Was so ein bisschen Haupttage sind, sind natürlich Weihnachten, Valentinstag, Muttertag, Ostern, wo du wirklich viel zu tun hast im Laden, wie auch Bestellungen. Und dann gibt es halt so Tage, wo Bestellungen stärker sind oder Kunden im Laden mehr kommen pro Tag. Aber die Arbeit geht einem nie aus. Also du hast immer etwas vorzubereiten oder was du noch erledigen musst. Also, das ist überhaupt nicht das Problem. Was machst du jetzt, wenn du einen Auftrag hast bekommen, für irgendwie einen recht grossen Auftrag für Blumen gesteckt und dann ist der Kunde mega nicht zufrieden in dem Moment mit den Blumen und läutet völlig hässig an? Könnt ihr da noch etwas machen oder nehmt ihr das einfach her oder wie geht ihr mit dem um? Also Entschuldigung. Kein Problem. Wenn du jetzt einen grossen Auftrag bekommst und die Blumen gesteckt oder Sträuss macht, dann kommen sie beim Kunden an und der ist mega nicht zufrieden und läutet putzhässig an. Wie geht er mit dem um? Ich denke, es kommt einmal ganz darauf an, was für ein Fall das ist, ob etwas nicht gegeben hat oder ob es am Kunden nicht gefallen hat. Wichtig ist einfach zum Zulassen. Ich kann anständig bleiben, den Fall annehmen und dann je nach Situation reagieren. Eben wenn es nicht gegeben hat, kann man sagen, sie sollen doch vorbeikommen. Dann kann man schauen wegen Ersatz. Oder wenn etwas anderes nicht gestimmt hat, dass man es könnte ausbessern oder richtig stellen, dass es dann auch wirklich für alle passt. Also, eine Hochzeit oder so, was wie mega wichtig ist, dass ja alles stimmt, ist man da als Touristin nochmal vor Ort, dass man irgendwie im Notfall noch Gesteck ändern kann oder etwas, wo vielleicht jetzt nicht mehr so viel Wasser hat oder nicht mehr so schön aussieht, kann aufbessern? Oder ist man als Floristin immer im Blumenladen? Nein, ich denke, das kommt auch sehr auf den Betrieb drauf an. Du gehst sicher Blumen liefern, du musst sie platzieren, montieren, schaust dort, wenn du die Kirche dekorierst, natürlich, dass alles perfekt ist, dass eben alles Wasser hat, nicht die Lampe, ich auch im Rest. Und ich denke, da hast du eine gute Beratung und Vorgespräche, was du machst. Und ich glaube, da sind einfach alle oder der grösste Teil sehr glücklich und es gefällt und es ist so ein schöner Tag. Also ich glaube, da gibt es sehr, sehr wenig, die dann wirklich nicht zufrieden sind. Also da habe ich sie noch nie so richtig erlebt. Was ist das Schlimmste, was du bis jetzt erlebt hast mit deinem Beruf? Das ist jetzt so schwierig zu sagen. Ich finde, es gibt nicht so etwas, wo wirklich schlimm sind. Ich finde, manchmal sind wie mehr so die Kleinigkeiten, wenn man so über kleine Sachen nicht zufrieden ist, die man gemacht hat, die eigentlich so banal sind, dann habe ich einmal lieber, wenn irgendetwas grösser ist und man steht her und sagt, was das Problem ist, weil dann kann man auch etwas damit anfangen und kann man es auch korrigieren und richtig stellen. Seid ihr denn mehr Frauen im Betrieb oder allgemein Floristen oder mehr Männer? Ja, wir sind mehr Frauen. Also bei uns hat es keinen Mann als Florist. Es gibt schon mehr Frauen, aber es hat auch immer wieder Jungs, die dazukommen. Und das finde ich auch richtig cool, weil vielleicht andere Ansichten und die Schwelle und so, das Lockere, die gehen nach oben ein bisschen auf. Wie lange dauert die Lehre? 3 Jahre. 3 Jahre. Und du hast wie viele Schuhe? Das ist einmal ein Tag in der Woche und dann alle 3 Jahre zusammen. Und der Rest ist Praxis in dem Fall. Genau, der Rest ist Praxis und überbetriebliche Kurs hast du noch, wo eigentlich der erste schon im
zum man anfängt, wenn man in die Lehre kommt. Dort lernt man so das Grobe über den Strauß, wie man einen Strauß bindet, Verpackung, schaut man wirklich alles an, dass man auch noch richtig arbeiten kann und üben. Und dann geht es dann weiter im zweiten Lehrjahr mit Ruhrfloristik. Dort schaust du alles an, Bauchsack, Buffet, Grenze, Strauß, schaust du auch nochmal an. Und dann im dritten Jahr kommt noch die Hochzeitsfloristik dazu. Wir sind schon am Ende von unserem Gespräch, leider. Für alle Fragen, die im Chat jetzt noch sind, offen geblieben, ihr könnt auf der SwissGuest Connect-Seite eine E-Mail schreiben, dort findet ihr ein Mail, dann werden eure Fragen sicher noch beantwortet. Für die, die jetzt erst später zugeschaltet haben und das Video nicht von Anfang an können schauen können, es ist alles aufgezeichnet worden und morgen auch online auf der Webseite. Jasmin, bevor wir die Geschichte beenden, hast du noch ein Schlusswort im Sinne von einem Tipp an alle maybe werdenden Floristen und Floristinnen? Ja, das Wichtigste ist einfach, dass ihr es wirklich gerne macht. Und gehen Sie anschauen, es ist ein super Beruf. Ja, und ich würde sagen, einfach mal ins kalte Wasser pumpen. Gut. Merci vielmals, hast du dir Zeit genommen und haben wir reinschauen. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Ja, sehr gerne. Danke euch vielmals. Tschüss.